Ein Köttel. Oh, ein Ei. Oh, ein Mac. Den nehmen wir auch mit. Und da hinten sind ganz viele kleine T-Rexe, T-Rexe, T-Rexe. Wir werden nämlich jetzt gleich den Titan legen. Wollen den Titan legen. Das ist Staffel 2, die werden später angreifen. Das ist Staffel 1, die werden als erstes angreifen. Da vorne ist der Akuma und da hinten ist die Stone. Hallo. Hi, was geht? Hey. Das ist nämlich eine Special-Folge. Hey, wir sind mal wieder zu dritt. Wir sind yeah. Zu dritt. Schnelefutz an die Shaker klopfen. So, und jetzt geht's los. Kann losgehen. Kann losgehen. Was denn? Du, Pilze sammeln. Ich muss jetzt mal eben erstmal. Ich bin noch nicht drin. Das glauben wir dir nicht. 20 Minuten später. Tot. Toten Ungläubigen. Guck mal, habe ich nicht eine schöne Schulklasse, Dex? Ja. Wo ist denn deine Fahne? Patte-Hähnchen. Du hast eine Fahne. Mann, perfekte Position. Siehst du mal. Habe ich den Juju da richtig geparkt. Wie der geil auftaucht, das finde ich echt super. Ich muss was trinken. Peng, peng, peng. Also die erste T-Rex-Reihe, die ihr da unten seht, das sind die Low-Bobs von uns. Das ist Mama und Papas, die also gesehen ohne Imprinting. Naja, das sind alle meine Imprinting, einfach gesagt. Ja, aber die Low-Bobs sind, glaube ich, auch dabei. Bis auf den Mecha, glaube ich, der steht halt hinten irgendwo. Sind auch gar gute dabei. Den? Ja, okay, das ist okay. Die Achselhöhlen. Alle meine sind das. Wie sag ich denn Low-Bobs? Die sind ja bei dir. Ich komme ja zum Schluss. Geklärt. Aber da denken sie, ach, die sind ja laschig wie die letzten da. Mach doch mal ganz schick Schaden gerade, finde ich. Die Akuma, die pullt den Titan so ein bisschen hin und her. Und sobald er nämlich da rumrampelt und ein bisschen rumläuft, macht er keinen Schaden. Und solange er keinen Schaden macht, gehen unsere T-Rex nicht drauf. Und so Dex, willst du schon mal den nächsten holen? Ja, schön. Ich gehe so holen. Okay, mach du das. Ah, nee, du machst. Ich muss den ja hier die ganze Zeit hin und her pullen. Mach das, okay. Jetzt schon? Sind schon ein paar drauf? Ja, ja. Nee, oder? Die werden gleich sterben, die haben nur 10.000 Leben. Das heißt, die halten maximal 5 Hit aus. Drei sind schon raus. Das heißt, zweimal zu schlagen sind sie tot. Ja, nee, ist klar, nee. Hallo? Ach, nicht komm. Kacken! Ach komm, ich bin doch ganz... Das geht mir so auf den Sack. Da sind die Blacks im Spiel. Ich bin vor denen gelaufen. Die hätten eigentlich hinter mir sein müssen. Nein, ich bin ganz kurz beim Leck stehen geblieben und da sind sie alle in mich rein. Was ist das ein Kacke mal? Juhu, hier bin ich. Rodon? Hier liegen drei Tech-Wechsel, ja. Okay. Was hab ich denn schon wieder? Ein Hunger. Man kriegt ja auch im Wald nichts zu essen. Keine Pilze. Wie viel Leben hat denn der? Oh, der Titan hat ja auch schon ganz gut verloren. Ein Viertel ist schon weg. Hopp. Ich pfeife hier ganz. Ich hab leider auf meinem Mausrad. Der Text ist Target an. Deswegen, wenn ich dann immer reinzoome, dann mache ich dann immer. Der Text ist Target die ganze Zeit. Boah, schon die Hälfte. Gerade eben habe ich mich umgedreht und da war... Hey, meine T-Rex ist nicht kaputt. Voll in den Hintern jetzt. Das Lustige ist, ich gucke nicht auf das Fadenkreuz, sondern ich gucke meistens auf die Schüsse.
Und die Schüsse gehen ja, die kommen ja von der Seite. Dann sieht das immer so aus, als ob man so ein bisschen schräg schießen müsste. Dabei ist der Punkt ja wirklich immer noch auf das Fadenkreuz. Deswegen schieße ich manchmal immer daneben, weil ich mich dann orientiere an diese blöden Schüsse. Oder die Hälfte ist er schon. Ich habe gerade eine gute Taktik rausgekriegt. Was machst du? Einfach nur ganz knapp vor ihm hin und her laufen, dass er sich immer nur dreht. Mhm, das ist gut, weil der ist beim Viertel jetzt, bei einem Viertel angekommen. Fast ein Viertel. Problem sind nur die Bäume hier. Nein, Mr. Akuma ist tot. Unser Mr. Akuma. Mumfine, das ist doch eine unserer ersten T-Rexe, ne? Mhm. Das ist doch die Mama der Mamas. Oh. Was? Haha, meine und Mecca ist tot. Au, 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 au. Bäume. Bing, bing, badal, bing, bong. Und jetzt schreibt das mal bitte diesen Text an den der Stone gerade gesungen hat, bitte in die Kommentare. Aber nicht kopieren und von dem Text irgendwo von so Song-Lyrics kopieren und reinschreiben, selber schreiben. Ah, den habe ich gerade selber Nee, ich meine jetzt für die Kommentare, für die Leute. Ja, ich habe den Song doch gerade selber gefunden, da gibt's doch keine Lyrics von. Naja, richtig. Dann singt jetzt der Song immer nackig unter der Dusche. Wollen wir uns das vorstellen? Nee, das sind Wixi-Aufnahmen. Wollen wir uns sowas vorstellen? Wir konzentrieren uns lieber auf den Titan. Nein, ich alle sterben jetzt. Mann! Die haben uns alle mühsam ercheatet. Ich meine... Er hat aber gerade keinen Bock auf mich. Ja, aber er ist aber gleich tot. Er ist gleich tot! Nein, Whitestone ist tot. Whitestone war mein Liebling. Und Mumpheline war mein Liebling. Und T-Rex, Tag-Rex ist auch mein Liebling. Naja, komm, genau. Guck auf mich. Hallo, guck auf mich. Er findet gerade Juju Arschlecker. Schieß den Titan tot. Nein, meiner! Mein Liebling! Der dritte. Mein Liebling. Komm ran hier. Komm ran, ja, komm hier. Oh, nein, Hubert Klaus! Das war mein Hubert Klaus! Ich komme jetzt mit dem Schwert, Mann! Das war mein Hubert Klaus! Jetzt würde ich zum Berserker hier! Nimm das! Schweine, ich hack dir das Bein ab! Wir haben's gleich! Hubert Klaus, da bin ich aber echt sauer jetzt. Ist mir egal, was du machst. Ich hau dir das Schwert in deinen Hintern rein. Ich ramm dir den ganzen... Ja! Gib mir ja Schweiß drauf! Egal, ich will Hubert Klaus wieder. Paris Titan Hologramm. Ich will nicht, ich will mit Hubert Klaus. Brauchst dich gar nicht so anstellen. Ist der Server gerade abgestürzt? Warum? Mir sieht so eingefroren aus, der Kollege. Meinst du? Schade, Hubert Klaus, der hätte echt überleben müssen. Wir müssen das alles nochmal neu machen. Alles neu löschen, das Spiel von neu starten. Wie ist eigentlich unser erster Dodo? Kann ihn abarbeiten. Klar. Ist das Inventar erstmal raus. Ah, scheiße. Leute, wir haben doch wirklich fast knappe 10 Minuten dafür gebraucht. Wow, das T-Rex bis nach hier bringen hat 10-mal so viel gedauert. Der ist ja keine Tasche voll. Deswegen habe ich gesagt, erst. Yep. Dachte, das hat. Kriegt das nicht der Rex, der den abgearbeitet hat? Weiß es nicht. Hubert Klaus war das, ganz sicher. Nein, und Tech-Rex. Aber haben wir gut gemacht? Ein paar T-Rexe sind ja noch stehen geblieben. Ich denke mal, die besten von allen. Also, Hälfte Leben haben sie, die meisten. Das ist doch cool. Hälfte oder Unterhälfte. Das ist doch geil. Das ist doch cool. Gefällt mir. Silberklaue im Inventar. Habt ihr den Loot? Hat der von Garwood. Den Loot jetzt gefunden? Nö. Ich bin der von Loot. Du hast ja gerade mit dem Managam abgearbeitet, den Titan. Guck mal, ob da drin was ist. Ja, habe ich schon. Ist nicht. Ist nicht, okay. Außer das, was ich halt abgearbeitet habe. Deswegen gucken wir mal vorher. Na, aber egal. Man, jetzt, wer sucht, der findet. Ich suche gerade schon, ich finde aber nichts.
Oh, der hat sogar Unterhälfte Leben. Ich hab's gefunden. Rip, leck mich doch! Ihr leckt sich, ich spring mal zum Mac. Dann kannst du mal reingucken. Der hat genau 504 AP. Autsch. Und der Killer. Mit 504 AP. Nenn ihn Killer! Nimm den Killer. Den nimm jetzt. Nimmst du den Killer? Nenn den Killer. Der Killer oder Killer? Da ist er. Das brauchten wir. Deswegen haben wir nämlich den Wild Titan nochmal gemacht. Wir mussten nämlich einfach nochmal umklatschen. Was ist denn das für ein Zeugs hier drin? Munition. Größtenteils. Mach mal sehen. Also krass, das ist eine riesen Rakete. Heckschwert. Cannon Shell? Ist das vielleicht das für den Back? Mhm. Was ist das für ein lustiges Ding? Apparence MDSM. Was ist das? Das ist ein Schild für den Mac. Ah. Das Blueprint. Cool. Huch, das Schwert? Tech-Schwert. Cool. Schade, dass die Kanone nicht dabei war vom Tech, vom Mac. Ja, da fehlt ja auch die Munition, der Blueprint. Ja. Naja, ist egal. Aber hat doch super gut geklappt, finde ich. Okay. Beim ersten Versuch. Bäume haben mich vergegiftet. Oh, ich pfeife hier die ganze Zeit. Du Pfeife! Ach, jetzt weiß ich warum. Okay, ich hab wirklich was falsch auf eine falsche Taste gelegt. Ich Affenarsch. Springen auf meine Sie Arsch. Auf meine wichtigste Taste springen. Habe ich das falsche Taste gelegt. Warum auch immer. Wo springen? Springen, 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 sprinten, springen. Da. So, wunderschön. Das ist die Deckseinstellung. Hörst du auf, mich zu vereisen? Und die haben auch während des Fights noch schön ein paar Eier gelegt. Ja. Der war so langweilig. Aber es war eine gute Taktik, dass du den immer hin und her gebracht hast. Hin und her gezogen. Naja, wenn man den Dreh erst noch raus hat. Den Dreh. Hat ein paar T-Rexe gedauert, aber ich hab's raus. Ja, also bis auf, ganz ehrlich, bis auf... Hubert Klaus, der Dritte. Genau. Hubert Klaus, der Dritte. Dessen Namen du gerade vergessen hast und überlegen musstest, wie er nochmal hieß. Ich musste gerade überlegen, weil ich hatte noch die anderen Namen. Mainz war noch dabei. Haha, Mainz war dabei. Ganz viele T-Rex, Attack-Rexe. Dex, Rosso lebt noch. Rosso ist auch, ja. Das ist mir ja auch der Stärkste, ne? Ich glaube, der Rosso ist der Stärkste. Nur wenn der Rosso von Stex und dir. Ja, der ist auch gelevelt. Den habe ich extra gelevelt. Ich bin ja mit jedem mal rumgelaufen und hab 40 Level gemacht oder so mit jedem. Ja, ich habe mein Kryopod in the City gelassen. Nicht schlimm, ich hab ja von jedem Rex einen Kryopod. Also ein Kryopod. Da guckt sich das eine an. Der Killer ist ja ein Rex von mir. Wir bräuchten jetzt echt nur noch einen dicken, fetten Ballermann für den Mac. Vielleicht noch einen zweiten Mac basteln. Und dann könnten wir Richtung Eistiten gehen. Damit wir mal die Dinger aus der Keller raus, ne? Kannst du, glaube ich, nicht alles mitnehmen. Warum nicht? Weil es auch schwer. Kannst du zu mir hier? Kannst du, leg mal hier bei mir rein. Ich kann ja auch recht viel tragen, oder? Guck ich mal. Was denn? Wo? Bewegen. Wo stehst denn du? Ich stehe auf dem T-Rex. Was ist der Killer? Nee, ich will den weg. Mann, hier mit deiner hellen Brust. Kannst du nicht bei mir dran? Nee. Ehrlich nicht? Nein! Steck doch, tu doch einfach wieder was in den Rex rein, du. Ja, mach ich ja gerade. So, wie schon zum Flow. Jetzt werd's doch mal stehen. Junge, was hat der denn hier alles gedroppt? Hallo. Hallo. Ach, Access Inventory. Na, hier doch. Der steht auch so episch immer, ne? Und so. Okay. Kannst du dich noch bewegen? Na los, ich hab 7000 Dingsbums. Hella. Hä? Kannst du dich noch bewegen? Du hast mir gerade mal 196 reingetan. Ich hab 7000 Platz. Au, das hat wehgetan. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Mac nicht aus. Ich mag ihn nicht so. Du hast noch nie wirklich benutzt, Schatz. Wirklich? Also von daher. Dex, komm wieder zurück.
Ich, Dummkopf, hab das nochmal in den Rex gepackt, statt in den Mac. Ah. Hab ich den falschen Dingsbums. Bist du überhitzt? Du siehst so komisch aus. Nein, ich bin ein heißer Kerl. Komm mal ein Stück näher mit dem Bein. Noch näher? Achso. Der steht immer so episch, so jetzt aber. Halt, stopp. Hier. Der steht immer so cool, so breitbeinig. Ah, jetzt wird schwerer. Ja. Oh mein Gott, ich kann mich nicht mehr bewegen. Mein kleiner Zeh juckt. 7000, ich will auch 7000 haben. Bin schon da gleich. Komm, Juti, wir gehen. Oh, wir gehen nicht. Hat sie überhört, nicht schlimm. Oh, 160er Steg, 16. Achso. Was macht der denn noch hier? Haben wir den mitgenommen? Den habe ich da hingestellt gerade. Achso. Oh Gott. Ex macht schon wieder alles kaputt. Nein. Gelügte Lüge. Geht doch. Also ich hätte jetzt eher mit mehr T-Rex-Verlust gerechnet. Lex, wir hatten ungefähr 30... Reicht nicht. 30, 40 Rexe. Also du alleine hattest ja schon 5 zumindest. Also, wie viel sind denn jetzt insgesamt gestorben? 8. Warte, ich kann nach. Weil... Mal nach. Sorry, Papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh, das ist doch viel. Kannst du nicht nur eine Zahl noch drauf tun, bitte? 8 haben überlebt. Wurden denn alle angezeigt? Ich glaube, so viel hatte ich gar nicht bei mir angezeigt bekommen. Doch, sind eine ganze Menge. Ja? Na, es ist ein Schlag, sind glaube ich so 6 Stück gestorben. Einmal sind auf jeden Fall 5, 6 gestorben. Aua! Okay. Du blöder Troodon! Du bist Stress oder was? Wir haben gerade einen Titan gelegt, leg dich nicht mit uns an, wie kriege ich Kreatur. Ich heil meinen Rex hier unten erstmal und dann komm ich nach. Ich hab ne Eule ja mit. Mach das! Jo. Ich wurschtel mich mal hier den Berg hoch. Ich geh da mal hoch. Ja, ich hau mir erstmal eine neue Brücke rein. So, der Trick. Laden. Außenwelt geladen. Ah, okay. Weiß auch nicht. Dunkel hell. Übrigens nochmal so als kleine Information Cooperation für euch. Nein! Ihr habt euch doch schon gewundert, dass. Nicht für euch beiden, ich meine jetzt für die Zuschauer. Gerne. Habt euch schon gewundert, warum Atlas die letzten Tage nicht mehr gekommen ist, letzten Wochen nicht mehr gekommen ist. Wir haben auf das große Mega-Update gewartet. Oder ich habe auf das große Update. Stone hat ab und zu mal gespielt. Und es wird jetzt eine neue Staffel erscheinen von Atlas. Ich werde euch aber nochmal erklären, warum und wie und warum und weshalb und mit wem. Worin? Ich bin echt neugierig. Es gibt jetzt eine wunderschöne Unterwasserwelt. Die will ich unbedingt mal sehen. Unbedingt mal erforschen. Dexel unter Wasser. Ja, man geht ja nicht tauchen, sondern man geht mit einem U-Boot unter Wasser. So ein kleinen Mini-U-Boot. Du kennst doch diese, ach so, diese kleinen Kapseln, wo man sich da reinsetzt. Ja, so ähnlich. Genau. Das ist das knallrote Gummiboot, das ist das Yellow Submarine. Genau das. Dann wird es in den nächsten Tagen ein neues Let's Play noch dazu. Zu den anderen Let's Plays noch dazu kommen. Das haben wir letztes Mal gestreamt. Das ist ja immer so. Dieses Arc-Wunder. Streamst du Arc, sind sie alle da. Streamst du mal was anderes, ist keiner mehr da. Und da war es. Also recht leer. Recht leer im Stream. Für die Verhältnisse. Und das Spiel ist aber verdammt geil. Und irgendwie. Oh, ich. Ach, du kannst sagen, hier ist ein Giga. Das ist ja immer unser Giga, der ist ja immer noch am Fighten. Ja, so den geil. Haben wir auch gesehen im Stream. Der mampft hier gemütlich weiter. Hallo. Da haben wir übrigens mal wieder auf Aggressivität gepfiffen. Wieso, war der nicht? Nee, der war auf neutral. Achso, hab ich auf... Guck mal, der kommt direkt zu mir, direkt zu Papa, der weiß direkt Bescheid. Ich geb dir mal ein paar Level.
Jetzt sollte er sich überlegen, du hast ihn schließlich ausgesetzt. Ich habe das Spiel, was wir letztens übrigens gespielt haben, ne, das ist jetzt, was jetzt bald als Let's Play auch hier auf dem Kanal kommt, ist das Cryofall. Genau. Und die GameStar hat letztens auch darüber berichtet. Positiv. Finde ich gut. Vor allen Dingen nehmen die als Beispiel Fallout, klar, also das alte Fallout. Und das neue Fallout haben sie auch noch dazu getan. Dann fand ich lustig, wie sie gesagt, also mehr oder weniger geschrieben haben, so die einen versuchen es mit Multiplayer und PvP, ja. Das wäre dann Fallout 76, und fallen auf die Nase, und die anderen machen es und machen es richtig. Ja. Ach, Dex auch mal zu Hause. Ja, das dauert aber so lange mit dem hier. Und ich musste noch Pilz und Blut. Ich will ja nicht sagen, aber... Guck mal! Was? Da! Was? Über unserer Base! Was denn? Da, was da hinterm Haus liegt! Oh cool! Ey, der ist aber voll schön! Level 4! Dann gefunden! Ein Quetzal! Einen goldenen, roten Quetzal! Der sieht echt gold aus! Was ist mit dem? Landet der? Ja, sieht so aus! Sollen wir zähmen? Ja! Machen wir! Okay, Leute! Die nächste Folge wird ein Quetzal gezähmt, also... Schaltet ein. Bis denn. Und dann. Und dann.